Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Hein. Schein hat mehr Buchstaben als Sein, und bei Ihren Debattenbeitrag fiel mir deutlich auf, dass Sie das eigentliche Kernthema Ihres Antrags gar nicht angesprochen haben. Wieder mal sind es die drei Punkte. Erstens, das föderative System wollen Sie auf den Kopf stellen. Zweitens, der Bund soll auch noch die Kitas finanzieren. Und drittens, wollen Sie die Elternbeiträge abschaffen. Das hat mit dem Thema inklusive Bildung und mit den Maßnahmen, die der Bund mittlerweile macht, nichts zu tun. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, wir haben ja vor vielen Jahren schon mal zusammen hier uns darüber unterhalten und diskutiert, wie wir das sehen. Also viel weiter sind Sie nicht gekommen und viel kreativer auch nicht. Und deswegen kommen wir mal zum Thema, Herr Mutlow, worum es eigentlich geht. Unbestritten ist doch, dass die Inklusion ein Ziel ist. Aber, und ich greife das auf, was Sie gesagt haben, sorgsam sollte man es tun, und das Umsteuern darf nicht dazu führen, dass man die Kinder nicht mitnimmt. Und es melden sich oder es häufen sich die Meldungen aus einzelnen Schulen, dass mittlerweile ganze Schulsysteme vor dem Kippen sind, deshalb, weil sie nicht ausfinanziert sind und deshalb, weil die Inklusion dort nicht funktioniert. Und deswegen, glaube ich, sind wir für die Inklusion, aber im Mittelpunkt steht das Kindeswohl, und das muss uns Leitinteresse geben. Und wenn Kinder in Förderschulen gut gefördert werden, dann ist es auch im Sinne der Kinder und der Eltern. Und dann kommen Sie in dem Antrag und dann heißt es wieder mal, Verbot der Bildungszusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, Kooperationsverbot soll aufgehört werden. Nein, gerade das Gegenteilige ist doch gut. Dass Bund und Länder zusammen kooperieren, aber die Verantwortung für das Schulsystem und für das System der Kindertagesbetreuung muss doch dort liegen, wo wir eine gewisse Historie haben, wo wir verschiedene Entwicklungen haben. Sie können Hamburg, Berlin und München nicht miteinander vergleichen von Systemen. Und deswegen sollte man doch die Freiheit den Ländern geben und den Kommunen geben, hier ihre Systeme weiterzuentwickeln. Und die Kindertagesbetreuung ist dabei Teil der öffentlichen Fürsorge in dieser geteilten Verantwortung. Das Zweite ist wieder mal die Umverteilung vom Bund hin zu den Ländern. Und der Kollege, das wird jetzt angesprochen, der Bund macht einiges. Ich sage das mal für den Bereich Kindertagesbetreuung. Mittlerweile zahlen wir im Jahr 945 Millionen Euro den Ländern für die Betriebskosten, für die originäre Aufgabe der Länder. Das machen wir, was wichtig ist. Wir haben 5,4 Milliarden Euro investiert für den Ausbau der Krippenversorgung. Wir haben viele Teilprogramme im Bildungsbereich wie im Bereich der Kindertagesbetreuung, um die Länder zu entlasten. Aber ich sage Ihnen auch eins ganz deutlich. Das Grundsystem der föderativen Einteilung bleibt bestehen und muss auch bestehen bleiben, weil hier die Länder in der Verantwortung sind. Und dann schreiben Sie in Ihrem Antrag, und ich lese aufmerksam Ihre Anträge, Sie hatten das jetzt nicht so genau ausgeführt, gemeinsam mit den Ländern einen Masterplan zu entwickeln, um in allen Ländern mittelfristig die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung abzuschaffen. Der engere Mehrwert oder der engere Zusammenhang mit der inklusiven Bildung, der fehlt mir momentan noch. Ich sage Ihnen aber auch mal eins ganz deutlich, und das sehen wir anders. Erstens, wir wollen den Ausbau vorantreiben, deswegen auch der Rechtsanspruch auf den Krippenplatz. Zweitens, dann geht es um die Qualität in Kindertagesstätten. Und dann drittens, wenn denn noch Geld da ist, dann können wir uns über die Elternbeiträge unterhalten. Ich sage ganz deutlich, in Hamburg wurden die Elternbeiträge gestrichen, davon profitieren die Besserverdienenden, so wie ich. Ich hätte mir gewünscht, in Hamburg würden die Sozialdemokraten mehr Erzieherinnen einstellen, damit die Qualität sich steigert. Das nur leider ist ausgeblieben. Und dann kann ich Ihnen sagen, für Kindertagesstätten besteht der Grundsatz der Teilhabe als integrativer Förderauftrag grundsätzlich Kinder mit und ohne Behinderung in den Gruppen, dass sie in den Gruppen gemeinsam gefördert werden. Angesprochen hatten Sie Beispiele aus dem Harz. Ich weiß nicht, wer da aktuell regiert, was vielleicht Niedersachsen, keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, für mein Bundesland in Hamburg ist es so, dass 99% der Kinder gemeinsam in Kindertagesstätten betreut werden. Und der Bund hat darüber hinaus sogar exklusiv das Thema inklusive Bildung aufgenommen, bereits angesprochen worden, das wurden die Programme des Bundes. Ich erinnere an das Programm Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, mit über 4000 Schwerpunktkitas. Im Übrigen, um aufs Geld zu gucken, sind es im Jahr 2016 131 Millionen Euro und im Jahr 2017 278 Millionen Euro, die bereitgestellt werden für dieses Programm. Und dieses Programm hat nicht nur das Thema Integration und Sprache als Schwerpunkt, sondern, oha, oha, bei den drei Schwerpunkten ist ein zweiter Gesetz, der lautet inklusive Pädagogik. Ich darf aus dem Programm zitieren. Eine inklusive Pädagogik ermutigt Kinder und Erwachsene, Vorurteile, Diskriminierung und Benachteiligung kritisch zu hinterfragen, sowie eigene Gedanken und Gefühle zu artikulieren. Das bedeutet, sowohl den Gemeinsamkeiten und Stärken von Kindern Aufmerksamkeit zu schenken, als auch Vielfalt zu thematisieren. Auf Deutsch gesagt, der Bund nimmt auch noch Geld in die Hand über dieses Programm, um die inklusive Bildung zu fördern. Insoweit kann ich als Fazit feststellen, die Länder sind in der Verantwortung. Der Bund unterstützt die Länder gerne.
Aber bitte, ordnungspolitisch muss es gewisse Grundsätze in diesem Land noch geben. Und da sage ich ganz deutlich, die Kindertagesstätten wie der Schulbereich, das bleibt bei den Ländern, inklusive Bildung ja, aber sorgsam umschichten, sorgsam umsteuern, damit kein Kind sozusagen auf der Strecke bleibt, das darf uns nicht passieren. Und deswegen sollten wir im Übrigen auch beide Systeme, das inklusive System wie das Fördersystem, weiter stützen und stärken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Stefan Schwarze von der SPD-Fraktion das Wort.